Nachdem wir nun ausführlich über Verzerrungszustände und Spannungszustände gesprochen haben, möchten wir uns nun dem nächsten Baustein in dieser Kette widmen, nämlich den Stoffgesetzen. In unserem Fall wird das ausschließlich das Hooke'sche Gesetz sein. Ein sehr einfaches Beispiel dazu stellt die Aufgabe 66 dar. Wir haben es mit einer quadratischen Platte zu tun, die an oberem und unterem Rand starr gelagert ist. Die Lager werden nun um Delta A von 0,1 mm zusammengepresst und die Platte entsprechend eingeklemmt. Zu bestimmen ist, wie groß in diesem Zustand Spannungen und Dehnungen für die Platte für die gegebenen Werte sind. Die Platte ist eingeklemmt, wird zusammengedrückt. Rechts und links ist sie frei, vorne und hinten ist sie frei. Was passiert mit der Platte sozusagen? Was passieren muss, ist, wenn sie sich in die Richtung zusammenstaucht, das Material muss irgendwo hin. Das Material kann ja nicht verschwinden. Und das wird nach rechts und links und nach vorne, also nach rechts und links und nach vorne und hinten ausweichen wollen. Das heißt, sie kriegen eine Ausbauchung. Das ist genau über die Querkontraktionszahl beschrieben. Wenn sie es in eine Richtung zusammendrücken, dann muss sie in die andere Richtung irgendwie sich ausdehnen. Sofern es nicht eingespannt ist. Wenn es eingespannt ist, dann entsteht eine Spannung in die Richtungen natürlich. Wenn es frei ist, so wie da, dann wird sie sich versuchen auszudehnen. Und das rechnen wir aus. Das ist jedem Hooke'schen Gesetzbeispiel inne, dass man irgendwelche Randbedingungen braucht. Was sind die Randbedingungen in dem Fall hier? Kann man sich da irgendwas vorstellen? Freie Enden hast ja immer, genauso wie beim Träger, dass dort keine Spannung geben kann. Das heißt, diese Fläche links und rechts und vorne und hinten, das muss spannungsfrei sein, der Rand von dem Bauteil. Deswegen ist eine gültige Randbedingung, dass Sigma x gleich 0 ist und die andere gültige, dass Sigma z gleich 0 ist. Klar, ja. Damit sie sich frei ausdehnen kann. Es steht ja nichts im Weg. Also kann es auch keine Spannung geben. Und die dritte Randbedingung ist die Verschiebung. Wir verschieben die Lager um diesen gegebenen Betrag. Deswegen ist diese Verschiebung Delta A 0,1 mm. Die dritte Randbedingung. Und was kann man aus der eigentlich ausrechnen, aus der dritten? Die Dehnung in die Y-Richtung in dem Fall. Y ist vertikal. Und jetzt schwenke ich irgendwie über zum Ein-Index-Ding, damit ich nicht immer beide Indizes schreiben muss, weil die anderen dann sowieso sich unterscheiden über Tau und Gamma, wenn man es da so rechnet. Wenn es nicht im Tensor steht, dann ist mir egal, ob ein Gamma oder ein Epsilon da steht, nur im Tensor ist es nicht so gut. Dann, ja, wie rechnet man das eigentlich aus? Das Epsilon, Y. Was ist das? Delta L, L0. Ja, also in dem Fall Delta A durch A. Weil Länge A und um Delta A drücken wir es zusammen, ja. Aber Druck braucht ein negatives Vorzeichen. Also in dem Koordinatensystem zumindest. Aber üblicherweise immer. Also wenn es einen Druck haben, dann negativ. Zug ist, also Ausdehnung wäre positiv. Das heißt, da sollte minus 1 mal 10 hoch minus 4 rauskommen. Einheitenlos natürlich, weil Millimeter durch Millimeter dividiert wird. Das sind unsere Randbedingungen, ja. Und jetzt brauchen wir das Hooke'sche Gesetz. Und es ist ja noch nicht ganz klar, nach dem, was ich Ihnen da hergeschmissen habe, wie das Hooke'sche Gesetz eigentlich ausschaut. Eine praktische Form, basierend würde das Ganze auf einem Federprinzip. Also Hooke hat einfach gesagt, das Material verhält sich so ähnlich wie eine Feder, linear, elastisch. Wenn ich die Feder ausdehne, ist das genauso. Und das kann man in guter Näherung einfach einmal auf jedes Material anwenden. Das war die Idee. Also aus der Kraft, die durch die Federvorspannung entsteht, hat er halt einfach Schluss gefolgert, dass das auch für ein Material der Fall sein sollte. Und damit ist eine relativ einfache und praktische Form für das Hooke'sche Gesetz ausgedrückt als
die Verzerrungseinträge 1 durch diesen zahlenwertmäßigen E-Modul, weil Sie wissen ja, Sigma ist E mal Epsilon. Das ist aber der speziellste Spezialfall, den man sich nur überhaupt vorstellen kann, weil das gilt ja nur für einachsige Zustände. Also das kann man so im Allgemeinen nicht einfach sagen, sondern wir haben verschiedene Richtungen, das, eben wegen der Querkontraktion. Das Epsilon x muss 1 durch E sein, Sigma in x-Richtung, das geht über Sigma ist E mal Epsilon ein, also Epsilon Sigma durch E, das ist die Richtung, in die die gleich ist, und die Querrichtungen müssen mit der Querkontraktionszahl abgezogen werden, weil die wirken jeweils in die anderen Richtungen. Also minus nü Sigma Y plus Sigma Z. Und dann kann das Hooke'sche Gesetz noch etwas, nämlich Temperaturausdehnung. Wärmeausdehnungskoeffizient Alpha T mal Temperaturänderung Delta T. Könnte auch noch vorkommen. Kommt da nicht vor, könnte aber. Und so kann man das durchpermutieren. Epsilon Y ist dementsprechend 1 durch E Sigma Y minus Nü Sigma X plus Sigma Z. Plus wieder Alpha T Delta T. Epsilon Z 1 durch E Sigma Z dann minus Nü Sigma X Sigma Y plus Alpha T Delta T. So, und das ist aber auch noch nicht alles, sondern es gibt ja auch noch für die Schubspannungen was und für die Scherungen dann in dem Fall, dass die Scherung Sigma XY 1 durch Schubmodul ist. Schubmodul ist einfach eine Hilfsgröße, schreibe Ihnen dann gleich auf, wie der ausschaut. Tau XY Gamma YZ 1 durch Schubmodul Tau YZ und Gamma ZX genauso 1 durch G Tau ZX und dann wieder symmetrisch gleich. Und der Schubmodul G ist einfach E durch 2 mal 1 plus Nü als Hilfsgröße. Und was man jetzt macht, und das ist sehr schnell erledigt, man kann ja sofort da die Randbedingungen einsetzen jetzt. Wir haben die Randbedingungen fixiert, Sigma X ist 0, Sigma Z ist 0. Das heißt, was aus der ersten rauskommt, ist, dass Epsilon X nur von Sigma Y, Nü und E abhängt. Das heißt also Epsilon X minus 1 durch E, Nü, Sigma Y sein muss. Und aus der zweiten, dass Epsilon Y 1 durch E Sigma Y sein muss, das ist die Richtung, in die wir zusammendrücken. Und das Epsilon Z, nachdem es in alle Richtungen frei ist, muss natürlich das gleiche sein wie das Epsilon X, nämlich wieder minus 1 durch E Nü Sigma Y. Ja? Und daraus können Sie sich ganz leicht ausrechnen, wie Sigma Y, Epsilon X, Epsilon Z aussehen. Sigma Y E mal Epsilon Y ist minus 21 Newton pro Quadratmillimeter. Epsilon X ist gleich Epsilon Z natürlich, wenn Sie oben hinschauen, das ist minus Nü durch E Sigma Y und das sind 3 mal 10 hoch minus 5. Also tatsächlich, wenn Sie Sigma Y negativ einsetzen, tatsächlich eine Ausdehnung in die anderen Richtungen.